da sind wir wieder mit dem siebten Teil mit A Link to the Past. Und wir befinden uns im letzten Tempel, bevor wir dann endlich den dritte Amulett haben. Das wäre dann, soweit ich weiß, das Amulett der Weisheit. Und ich muss sagen, dieser Tempel regt mich richtig auf. Ich habe das Spiel zwar schon lange nicht mehr gespielt, aber der Tempel wird mir immer in Erinnerung bleiben. Weil dieser Endgegner, der mich hier erwartet, ja. Und überhaupt diese ganzen Fallen und so, da bin ich so, selbst hier, ich übe ja immer vorher, bevor ich hier überhaupt aufnehme und so. Und da bin ich so oft gestorben. So oft, das gibt's gar nicht. Ich habe aufgehört zu zählen bei 1 Million. Circa, weil jedes, genau wie jetzt. Boah, ich hoffe, dass ich das schaffe. Und, boah. Leute, das war knapp. Das war verdammt knapp. Ja. Jetzt haben wir hier diese komischen Viecher. Da muss ich wirklich jetzt in nächster Zeit aufpassen, dass ich nicht noch einmal getroffen werde, sonst bin ich tot. Und dann müssen wir... Fangen wir wieder am Anfang an. Das wäre nicht gut. Meine lieben Freunde. So, womit machen wir die am besten kaputt? Na, wir machen jetzt erstmal die Flammen an, weil ich denke, dass hier eine Schatzkiste ist. Genau. Zack, den großen Schlüssel. Und schon haben wir den. Ja, scheint ja doch nicht so schwer zu sein, wa? Wie ich ihn in Erinnerung hatte. Ich hatte ihn mir wirklich schwerer. Ich hatte ihn wirklich schwerer im Kopf gehabt, aber okay. Dann suchen wir uns jetzt noch das schöne Item und dann gehen wir dann mal raus, wa? Denn ich rieche es schon. Das Masterschwert. Wir können uns es bald holen. Wow. Ich hoffe, wir schaffen das noch. Bis zum Teil, ich glaube, das werden 99 Teile oder 100 Teile, keine Ahnung. Ich habe beschlossen, diese kleinen Dinge, also die wirklich wichtig sind, wie zum Beispiel ein besseres Schild oder einen besseren Boomerang, dass ich das einfach mal mache. Und vor allen Dingen auch hier die Flaschen. Die sind auch sehr wichtig und deswegen will ich die dann auch noch holen. Jetzt bin ich tot. Super. Und, ja, weil die einfach wichtig sind, weil man die einfach braucht. Für Feen und so, wenn man, wie ich zum Beispiel, so sehr oft kaputt gehe. Ne? Das ist schon wichtig. Ich bin gerade voll sprachlos. Ja, dieser Tempel ist verdammt schwer. Und diese Schalter, die habe ich nie verstanden, wie ich dann mal drauf gegangen bin. Thank you.
Ich bin in dieser Folge etwas sehr ruhig. Weil ich wirklich das schaffen will. Nicht wie in der Übung tausendmal tun gehen. Hey, den Kompass. Sehen, habe ich mal wieder nicht aufgepasst. Und deshalb der Tod. Super, den ganzen Weg nochmal machen. Stellt euch auf eine lange Nacht ein. Ich schätze, das dauert so eine halbe Stunde, bis ich das durch habe. Hätte ich doch vorher irgendwie eine Fee noch eingepackt. Es ist ziemlich ätzend. Die fliegen nicht runter. Immer alle gehen so auf mich los. Das ist unfair. Dieses Spiel keine Lebensanzeige, beziehungsweise kein, also hat man unbegrenztes Leben. Gott sei Dank. Weil sonst würde ich alt aussehen. Jetzt gehen wir die Treppe hoch. Versuchen es nochmal. Ich muss das jetzt schaffen. Treppe hoch, Treppe hoch. Runden Dingern, wie ihr gerade oben gesehen habt, oder jetzt gerade gesehen habt, wenn man da dran kommt, dann wird man irgendwie so zurückgestoßen. Ich hasse diese Dinge. Das habe ich jetzt nicht verstanden. Wie soll ich denn an die Kiste kommen? Hä? Das geht doch gar nicht anders, oder? Anders kommt man doch gar nicht an die Kiste dran. Was ist hier los? Ich glaube, die wollen mich hier veräppeln. Wie kommt das? Verblüfft mich jetzt gerade. Ich versuche das jetzt einfach mal nochmal neu. Vielleicht bin ich irgendwie falsch aufgekommen oder so. Mag dich nicht. Und? Oh Gott, nee. Ich hab's falsch gemacht. Leute. So. Jetzt ist es eigentlich. Jetzt muss es richtig sein. Dass ich das jetzt irgendwie richtig mache. Und dass ich jetzt an die Kiste komme. Sonst haben wir ein wirkliches Problem. Yay! Yeah. Die Mondperle haben wir entdeckt. Durch ihr kann man nämlich in der Schattenwelt seine ursprüngliche Form halten. Das heißt, ich verwandle mich nicht in ein Tier, wie ihr das in der vorherigen Folge gesehen habt.
Da war ich ein Hase. So, jetzt können wir ganz bequem unsere Lebensenergie erstmal auffrischen. Und dann können wir zu diesem, ich finde, wirklich schwierigsten Gegner. Da ist noch nicht mal dieser Zauberer der schwierigste, sondern wirklich, der ist so zappelig, dieser Endgegner hier. Da habe ich auch wieder Stunden gebraucht, bis ich das geschafft habe. Ich bin nun mal aus der Übung. Deswegen habe ich auch geübt. Und das nur für euch. Und jetzt fliege ich wieder runter. Super. Oh, es ist das gleiche wie bei der Übung. So. Ein neuer Versuch. Einmal ist kein Mal. Das hat man mir früher auch immer gesagt. Bis ich dann die ganzen Sachen ungefähr 30 Mal gemacht habe. So, einmal. Ich weiß nicht, zählt das von vorhin? Also wenn man den einmal trifft, dass man dann die restlichen, oder fängt das wieder von vorne? Naja, ich werde es merken. Nochmal. Und. Nochmal. Und. Und. Nochmal. Warum ist der jetzt auf einmal so leicht? Au. Und nochmal. Nee, der ist auf einmal so leicht, Leute. Der will mich verarschen. Der ist tot. Der ist putt. Leute, ich verabschiede mich. Wir haben jetzt das Amulett der Weisheit. Und im nächsten Teil machen wir uns auf den Weg zu dem tollen Masterschwert. Das starke Masterschwert. Tschüss, ciao, bye bye. Ja, das Amulett der Weisheit. So wird das auch heißen hier, der Titel. Tschüss, ciao, bye bye. Euer Wilminster. Ciao.